Ein Lagebild zeichnen, Verletzte versorgen, Strom und Behandlungsorte bereitstellen. Im Katastrophenfall muss all das und mehr wie ein Uhrwerk funktionieren. Damit in einer Gefahrenlage alle Handgriffe sitzen, übten verschiedene Einsatzgruppen des DRK am 15. April in Lubmin den Ernstfall. Also wir haben hier hauptsächlich Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuz Ostfalkenland-Greifswald. Also alles so im Nordbereich des Landkreises, von Ducherow bis hoch Greifswald. Wir haben Einsatzkräfte aus dem südlichen Bereich vom Deutschen Roten Kreuz aus Jokerando anwesend und haben noch als Unterstützung noch Einsatzkräfte von der Feuerwehr bekommen, die uns als technischer Trupp die Führung unterstützen sollen, und die sind so von der technischen Einsatzleitung Mitte. Insgesamt sind wir 90 Personen, die beteiligt sind, und 60 aktive Einsatzkräfte. Das Szenario: Während einer Vorstellung stürzt eine Bühne ein und verletzt insgesamt 13 Personen, teils schwer. Farbige Bänder an den Armen der freiwilligen Helferinnen und Helfer zeigen den Rettungskräften die Schwere der Verletzungen an. Während die Ersten am Krankenwagen versorgt werden, kümmert sich die Logistikgruppe darum, Energie dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wird. Außerdem richten die Männer und Frauen einen Behandlungsort ein. Am Ende der Übung in Lubmin wird dann ein Abtransport der Hilfsbedürftigen durch den Sanitätsdienst organisiert. Den Ernstfall immer wieder zu trainieren, hat für die Mitglieder eine hohe Relevanz. Ja, gerade die letzten beiden Jahre haben uns ja gezeigt, Katastrophen können uns doch mal treffen. Es ist ja nicht so wie vor 2019, wo ja wirklich über einen großen Zeitraum, gerade auch in unseren Gebieten, wenig bis gar nichts passiert ist, sondern die Corona-Pandemie und auch die Lage in der Ukraine haben uns gezeigt, wir haben durchaus Lagen, auch bei uns im Landkreis, wo Katastrophenschutz, wo Bevölkerungsschutz benötigt wird. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir da üben und trainieren, um für den Ernstfall auch gewappnet zu sein. Neben dem Szenario der eingestürzten Bühne hatten an diesem Tag die Mitglieder der Rettungshundestaffel den Auftrag, vermisste Personen im Wald zu erschnüffeln. Parallel bereitete sich der Wassergefahrenzug in Ludwigsburg auf den Katastrophenfall vor. Zum letzten Mal fand eine ähnliche Übung im Jahr 2019 statt. Dementsprechend groß ist die Erleichterung von Kreisbereichsleiter Martin Rudolph, dass sie in diesem Jahr wieder durchgeführt werden konnte. Ich bin froh, dass es tatsächlich heute so geklappt hat, dass wir wirklich 60 Einsatzkräfte sind, dass wir alle hier soweit angetreten sind, dass es soweit klappt. Und hoffe, dass das Wetter soweit mitspielt und dass wir nachher um 12 Uhr sagen können, dass die Ausbildung erfolgreich gelaufen ist. Neben der Ausbildung ist die gemeinsame Übung für die Katastrophenschützer der Region auch ein großes Wiedersehen sowie Gelegenheit für Glückwünsche und Auszeichnungen. Obwohl aus unserer Sicht jeder der Beteiligten einen Applaus verdient hat.